Hallo und herzlich willkommen zu deinen Sternzeichen-Quickies für die neue Woche vom 4.10. bis zum 10.10. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder auch herzlich willkommen, wenn du das erste Mal hier dabei bist. Ich bin Denise Scherike, die Lifestyle-Architektin, Medium für spirituelle Business-Rockstars und wir schauen gleich mal rein, was die Karten dir für die neue Woche mit auf den Weg geben wollen. Wohl wissentlich, das ist ein allgemeines Reading. Das heißt, es kann alles Sinn machen, was ich hier sage, es kann aber auch gar nichts Sinn machen, was ich hier sage. Schnapp dir die Infos, die für dich gemacht sind, die mit dir resonieren. Alles, was mit dir nicht resoniert, blendest du einfach aus. Es ist ein allgemeines Reading. Aber für mehr Details, schau auch gern bei deinem Aszendent und Mondzeichen vorbei. Das heißt, schau dir hier 3 Kapitel an, gegebenenfalls. Wie du das machen kannst, unten in der Infobox findest du alle Sternzeichen nach einzelnen Kapiteln aufgeteilt. Das heißt, du klickst dich einfach durch, welches Sternzeichen du dir gerade als nächstes anschauen möchtest. Das erleichtert dir hier das Vorankommen für dich oder eben auch für die Menschen, die dir nahestehen und für die du dich gerade interessierst. Und dann kriegst du ein allumfassenderes Bild, mehr Details, wenn du also bei Sternzeichen, Aszendent und Mondzeichen vorbeischaust. Wenn du Aszendent und Mondzeichen nicht kennst, einfach Video stoppen, zu Google düsen, deine Geburtsdaten und die Uhrzeit ist dabei ganz wichtig eingeben, dann wird dir das ausgespuckt, dann kommst du her zurück, schaust die 3 Kapitel und hast ein relativ genaues Bild, was dich in der neuen Woche erwarten kann. So, wie immer fangen wir an mit den Wassermännern. Die Karten sind schon angemischt, das heißt, ich schnapp mir hier jetzt einfach mal die übergeordnete Botschaft raus. Worum geht es für dich, lieber Wassermann, in der neuen Woche? Und da geht es um Sinnlichkeit, Leidenschaft und eben auch weibliche Weisheit. Und was ist mit weiblicher Weisheit gemeint? Mehr der inneren Stimme, der Intuition zu vertrauen, als dem, was der Kopf ja gerne mal so rausblaken möchte, ja. Aber auch gerade dieses Thema Sinnlichkeit, Weichheit, ja. Oftmals sind wir Frauen so, wir tendieren dazu, in der heutigen Welt so hart zu sein, so knallharte Entscheidungen zu treffen, uns wenig fallen lassen zu können, die weiche Seite rauszukennen. Aber die haben wir ja. Wir haben auch die harte Seite. Männer genauso, die haben die weiche und die harte Seite. Und schau mal, lieber Wassermann, dass diese weiche Seite in der neuen Woche mehr von dir genutzt wird, dich fallen zu lassen, auch mal um Hilfe zu bitten und die Dinge, die du tust, mit Leidenschaft zu tun oder gar nicht. Ja, das wäre so die Grundbotschaft für dich in der neuen Woche. Wir schauen mal rein, ob wir noch andere Details hier für dich haben und wenn ja, was? Wir haben hier 7 der Münzen und den Eremit und die 7 der Münzen ist über Kopf gefallen. Das heißt, wir haben hier nochmal so einen Hinweis, es ist ja, Einigeln ist vorbei, die Zeit des Einigelns ist vorbei, geh raus, triff Leute, lass dich befruchten von anderen, tritt irgendeiner coolen Gruppe bei, triff dich mit Leuten, die dich inspirieren, weil, ich drehe die Karte mal um, dann kommst du ins neue Wachstum rein. Das neue Wachstum bekommst du derzeit nicht, wenn du dich einigelst und zu Hause bleibst, sondern indem du in den Austausch gehst mit Menschen, in die persönliche Kommunikation. Also nicht nur Podcast hören, nicht nur Bücher lesen, sondern rausgehen, reden, zuhören, befruchten lassen, neue Ideen dir schnappen. Denn dadurch wird dein Pflänzchen befruchtet und darf weiter wachsen. Und das bringt dich nämlich auch in so ein schönes Stadium von neuer, sinnlicher, da haben wir es wieder, Emotionalität. Weil du durch diesen Austausch, durch diesen Gedankenaustausch eine ganz andere Grundlage schaffst für dich und deinen Weg. Weil du mit neuer Klarheit gesegnet bist, aber eben auch mit neuer Sicherheit und neuem Vertrauen, dass das, was du in dir fühlst, auch genau das Richtige ist. Und nicht irgendwie komisch ist oder sowas. Aber überprüf halt auch immer, das ist halt die Krux, gerade beim Wassermann. Du hast eine Tendenz dazu, dir Dinge einzureden. Ja, aber ich fühle das ja so. Und da darfst du dich nochmal fragen, fühlst du das oder fühlt das dein Muster, das du bedienst? Fühlt das eine der 95% in dir, die, nicht nur in dir, in jedem Menschen, aber jetzt speziell beim Wassermann in dir, die
beeinflusst sind von Mustern, von Gewohnheiten, von familiären Verstrickungen, von was auch immer. Aber es ist nicht dieses ureigene Weisheitsgefühl, das hier gemeint ist. Ne? Also wir verwechseln oft dieses, ja, aber es fühlt sich nicht gut an. Ich muss dann nochmal in mich gehen. Oioioi. Ja, darfst du ja auch, sollst du ja auch. Aber wir verwechseln die Antworten, die da kommen, auch gerne mit den Mustern, die wir immer noch bedienen. Und da darfst du nochmal überprüfen. Und eben dann, wie gesagt, in den Austausch gehen mit anderen, dass die dich befruchten können, damit du mal von deiner komischen Fährte runterkommst. Fällt gleich die Karte runter. So, was haben wir als abschließende Botschaft für dich? Und ich habe ein wunderschönes neues Kartendeck. Also vielen Dank auch an alle, die hier den Spenden-Button immer nutzen und mir ein Trinkgeld dalassen. Von Herzen vielen, vielen Dank. Ich habe ein wunderschönes neues Deck, dieses hier von Ronald Schweppe und Aljoscha. Aljoscha Long, lass los und hör auf dein Herz. Und für alle die, die vielleicht auch gerne mal ins Kartenlegen einsteigen möchten, große Empfehlung, hier gibt es nicht viel zu deuten, hier gibt es halt nur weise Sprüche. Und der weise Spruch für den Wassermann lautet, entdecke die Magie des ersten Schrittes. Auch wenn der Gipfel noch so hoch und unerreichbar scheint, du musst nur diesen einen kleinen Schritt tun. Du musst einfach losgehen. So. Wenn dich übrigens interessiert, welche Kartendecks ich hier benutze, auch das findest du in der Infobox unter diesem Video. Da habe ich aufgelistet, welche Kartendecks ich hier am Wickel habe für dich. Und wie gesagt, wenn du dich mit Kartenlegen mal auseinandersetzen möchtest und sagst, naja, was die Denise hier immer so rausliest, keine Ahnung, was sie da tut. Demnächst startet mein neuer Kartenlegekurs. Mehr Infos, wenn es soweit ist. Aber mit diesem Deck hier so als Tageskarte kommt, glaube ich, jeder klar. Also alle Decks, die ich benutze, findest du hier unten drunter. So, lieber Wassermann, ich wünsche dir eine weiche, sinnliche, wunderschöne Woche. Kommen wir zu den Fischen. Was ist die Botschaft, die wir für die Fische haben? Auch Weiblichkeit, das ja, göttliche, weibliche, das gesegnete Weibliche. Es geht um Magnetismus, um Anziehung und es geht um Empfangshaltung, empfangsbereit sein. Also wenn du gerade nicht schwanger werden möchtest, Obacht, ja. Aber generell, gerade Frauen, gut, jetzt als Business Coach, ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, keine Ahnung, wie es bei den Männern ist, aber ich erlebe immer wieder, dass Frauen so eine tolle Gabe haben und sich nicht trauen, dafür etwas zu nehmen. Dass sie sehr, sehr, sehr freigebig sind und das dürfen sie sein, das darfst du sein, liebe Fische. Gib freien Herzens heraus, gib, 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 aber sei auch empfangsbereit und bereit im Gegenzug dafür, etwas nehmen zu dürfen. In Form von einem monetären Ausgleich oder in Form von auch du darfst mal um Hilfe bitten, du musst nicht alles alleine machen, du musst dich nicht durch alles alleine durchbeißen, ja. Also dieses, wofür ist denn das Weibliche da? Das Yin, das Feine, das Weiche, das ich darf mir helfen lassen. Und jetzt erinnert ja hier diese abgebildete Göttin so auch ans alte Ägypten. Und es ist jetzt zwar nicht Kleopatra auf diesem Bild, aber ich meine, diese Pharaonin, die ein ziemlich großes Land regiert hat, die hatte ihre Dienerschaft. Die haben ihr zugearbeitet, die haben ihr Dinge zugetragen und das darfst du genauso. Du darfst viel geben, du musst viel kontrollieren, du musst viel erledigen. Du hast wahrscheinlich eine To-Do-Liste so lang wie mein ganzer Unterarm. Und gleichzeitig darfst du empfangen, darfst du Aufgaben verteilen, darfst du um Hilfe bitten und darfst du deine Leistung auch einen ordentlichen Preis aufrufen oder eben auch, weiß ich nicht, wenn Gehaltsverhandlungen anstehen bei dir auf der Arbeit, da auch ein ordentliches Gehalt raushandeln oder Alternativen. Also achte mal darauf, dass du, auch wenn du vielleicht mit anderen Menschen zusammenarbeitest, eben ein Projekt zusammen machst, nicht derjenige bist, an dem alles hängen bleibt, sondern der eben auch sagen darf, hey, den Part übernehme ich und das müsst ihr unter euch aufteilen. Dafür stehe ich gerade nicht zur Verfügung. Und dass das in einem guten Gleichgewicht ist. Also das erstmal so als Hauptbotschaft für dich, liebe Fische, in der neuen Woche. Dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Oh mein Gott, die Fische müssen echt aufpassen, nicht schwanger zu werden. Wenn sie nicht wollen, pass auf doch. Oh Gott. Ich kriege in letzter Zeit irgendwie nur so viele Schwangerschaftsbotschaften hier. Das ist ja der Wahnsinn. Der Business Coach legt auf Schwangerschaft. Halleluja. Also, was haben wir für dich? Wir haben das Ass der Kelche. Ja, deswegen Schwangerschaft hier. Also,
Empfangsbereit für eine gut ausgelebte Emotionalität, also auch für Nachrichten, die dich ereilen, die du sonst gerne mal überhörst. Da darfst du die Ohren oder / das Sinnesorgan, das bei dir am besten funktioniert, noch mehr auf Empfang stellen, weil irgendwie überhörst du ganz viel und bist dann traurig oder grummelig oder alleingelassen, weil du die Dinge nicht wahrnimmst, aber die sind alle da, die Nachrichten kommen zu dir und du scheinst irgendwie nach neuen Zeichen zu suchen, aber die Zeichen sind da und du übersiehst sie. Und jetzt ist halt die Frage, welches Sinnesorgan funktioniert bei dir am besten? Bist du jemand, der mehr wirklich Dinge sieht? Solltest du mal mit offenen Augen durch die Welt gehen? Bist du mehr auditiv unterwegs? Solltest du mehr lauschen, was an dein Ohr herangetragen wird in Form von Podcasts, irgendwelchen Texten, irgendwelchen Interviews, irgendwelchen Liedtexten vielleicht, die du im Radio hörst? Bist du mehr so, die Botschaft ist einfach da, ich weiß es einfach, geht es mehr um eine Emotion, der du folgen solltest? Also zu wissen, wie funktioniert denn mein Zeichenradar. Das wäre für dich mal ganz gut rauszukriegen in der neuen Woche, damit du eben empfangsbereit, magisch, magnetisch diese Zeichen auch annehmen und nutzen kannst, weil die sind gerade ganz wichtig. Irgendeine wichtige Botschaft wartet auf dich in der neuen Woche, liebe Fische. Und wenn du sie gehört hast, schreib es in die Kommentare. Meine Neugierde lässt mich hier fast vom Stuhl fallen. Irgendwas ist da los, was wirklich, wirklich zu dir will und du überhörst es und bist darüber traurig und grummelig. Und das sehen wir hier ja auch sehr schön. Unsere Figur hier ist überhört oder übersieht den Schlüssel, das Zeichen für das Schloss und sieht halt nur, die Tür ist zu und sieht halt nicht, der Schlüssel ist da. Also mach dich empfangsbereit, irgendwo lauert der Schlüssel für dich. Was haben wir noch als Herzensbotschaft für dich, liebe Fische? Höre auf zu grübeln und befreie dich von der Illusion, dauernd etwas erledigen zu müssen. Lausche, stattdessen der Stimme deines Herzens. Es gibt nichts, was du schaffen musst. Alles ist vollkommen so, wie es ist. Auch du. Was für eine wunderschöne Botschaft für dich, liebe Fische, für die neue Woche. Wie absolut zauberhaft. Und mach dir das wirklich, verinnerlich das wirklich. Vielleicht ist das sogar schon die Botschaft, die du gebraucht hast. Das Zeichen, alles ist vollkommen, so wie es ist, auch du. Und manchmal übersehen wir die Vollkommenheit in den Dingen. Aber selbst Chaos hat eine Ordnung. Selbst im Chaos gibt es eine Ordnung. Und auch wenn wir es nicht sehen, nicht immer erkennen, aber vielleicht können wir doch darauf vertrauen, dass es so ist, bis sich die Wolken lichten und die Sonne wieder scheint. Auch in deinem Leben, liebe Fische. Okay, dann gucken wir mal beim Widder. Was ist die übergeordnete Botschaft für den Widder? Da haben wir geheiligter Atem und Ton. Es geht bei dir also um Kommunikation. Kommunikation ist ja keine Einbahnstraße. Kommunikation funktioniert natürlich in dem, wie ich mich ausdrücke, aber auch in dem, was ich zu hören bekomme, ganz, ganz klar. Und wie ich damit umgehe. So, und jetzt sind wir ja gerade in Merkur rückläufig und irgendwie ist alles andere auch gerade rückläufig. Es dreht sich gerade langsam, wird besser. Aber achte mal sehr, sehr, sehr genau auf die Kommunikation, in die du, also das, was du rausgibst, gesprochen oder auch geschrieben, aber eben auch auf das, was du empfängst und frage gegebenenfalls nochmal nach oder lege vielleicht auch dein eigenes Wort ein bisschen mehr auf die Goldwaage, bevor du es rausgibst, weil wir leben gerade Merkur rückläufig in einer Zeit der Misskommunikation, der Missverständnisse durch Dinge, holterdiepolter gesagt oder ausgedrückt und Dinge auch holterdiepolter gehört, zugehört statt hingehört. Ja, also achte da mal sehr, sehr fein auf den Unterschied, aber achte auch auf das, was du dir selber sagst. Und weil wir hier auch Ton haben, und hier haben wir auch den Delfin, ne? War das nicht auch dein Krafttier im neuen Monat, im Monatsreading? Ich glaube ja. Der Delfin kommuniziert ja auch durch diese Töne. Und vielleicht ist dir auch mal nach Singen, lieber Witter. Also
dieses, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal für dich, diese Vibration über die Musik, die du hörst, aber die du auch rausgibst aus deiner Kehle, die macht ja was mit dir. Also achte auch darauf, welche Worte du singst, wo du im Radio mitsingst, was ist das für ein Text, was ist da für eine Emotionalität dahinter, dient mir das gerade, ja oder nein? Und eben auch, Worte haben sehr viel Macht. Sei sehr, sehr achtsam mit den Worten, die du sprichst in der neuen Woche, lieber Widder. Was haben wir hier noch für dich? Es geht um Leidenschaft, es geht um Aufbruchsstimmung, das hatten wir ja auch schon. Und es geht auch darum, dass sich Verwirrung lichtet. Das finde ich ja auch ganz, ganz spannend, dass die Dinge klarer werden, je eher du dich traust, den Weg zu gehen. Oftmals warten wir darauf, auf wenn dann. Ja, wenn ich erstmal weiß, das, dann kann ich auch bla bla bla. Und hier haben wir genau die Kartenkombination, die sagt, du musst erst losgehen und dann werden die Dinge klarer, dann siehst du klarer. Und wo immer es dich hinzieht in der neuen Woche, ob das was Planerisches ist, wo du also eher innerlich unterwegs bist und gar nicht den Körper bewegst, oder ob es eine körperliche Bewegung ist, irgendwas, wo es dich hinzieht, wo du hingehen solltest, wo du dran teilnehmen solltest, einen Kurs, den du besuchen solltest, ein Treffen, das du in Anspruch nehmen solltest, wo du vielleicht überlegst, gehe ich da hin oder nicht? Ja, geh da hin. Weil irgendwas, irgendein Funke geht da auf, irgendeine Leidenschaft fängt da an zu funkeln, zu sprühen, irgendeine Eingebung bekommst du, indem du dich dahin bewegst, die wichtig ist für deinen weiteren Weg. Also passt natürlich ja auch nochmal zum Thema Kommunikation, irgendeine Botschaft, ähnlich wie wir es bei den Fischen hatten, die dir eine Klarheit bringt und die aber auch so eine Initialzündung bringt, so eine neue Idee bringt. Also guck mal, wo du hingehen kannst, wo du vielleicht eine Einladung hin hast oder wo es dich hinzieht, kann ja auch eine Online-Gruppe sein oder sowas, die dich dazu einlädt, wo du vielleicht schon länger drüber nachdenkst und sagst, ja, ich glaube, da müsste ich mich mal anmelden oder so, um diesen Funken zu bekommen. Ja? So, was sagt deine Herzensbotschaft? Die Herzensbotschaft sagt, niemand kann dich ärgern, wenn du dich nicht ärgerst. Keine Sorge kann deinen Geist trüben, wenn du dir keine Sorgen machst. Reaktionen laufen oft automatisch ab, doch durch Achtsamkeit kannst du innehalten und wählen. Wie wirst du dich entscheiden? Ja, passt natürlich hier auch sehr schön zu unserer 5 der Schwerterkarte über Kopf. Dieses, ne, auf Autopilot in ein Sorgenmuster, in ein Zweifelmuster, in generell irgendein Muster abdriften, weil man es gewohnt ist zu tun und dabei übersieht, dass bestimmte Themen einfach gar keine Rolle mehr spielen, dass man da rausgewachsen ist. Aber weil es immer so war, übersieht man es einfach und denkt sich, oh Mensch, brauche ich ja gar nicht mehr. Also da kannst du wirklich mal gut hinschauen in der neuen Woche. Sagen, hey, wie ich mich fühle, liegt nur an mir. Das kann kein anderer an mir herausholen. Ob ich mich gut fühle oder schlecht, macht niemand anderes außer ich selbst. Also habe ich die Wahl, die Entscheidung zu treffen, wie ich mich fühlen möchte in der neuen Woche. So. Wow. Für den Stier haben wir Power over difficulty, also die eigene Kraft ist stärker als jedes Hindernis oder jeder Stein, der sich mir in den Weg legt. Und als Unterbotschaft haben wir, komm zurück in deine eigene Kraft, komm zurück in deine eigene Mitte. Heißt, egal was dir widerfährt in dieser Woche oder vielleicht auch schon widerfahren ist, wo du noch so ein bisschen dran zu knabbern hast aktuell, es war gut, darüber zu erkennen, wie kraftvoll und machtvoll du eigentlich bist und wie sehr du in der Lage bist, wieder in deine eigene Mitte anzukommen, dich selber zu fangen. Und alles, was dich irritiert hat, war eher dazu da, das hatte ich ja auch in den Monatsreadings gesagt, falls du das noch nicht geschaut hast, schau dann nochmal rein, ist hier in der gleichen Playlist, in der Oktober-Playlist. Für den Stier war in dem Monatsreading ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass bestimmte Themen sich nur melden, damit du erkennen kannst, wie sehr du dich weiterentwickelt hast und wie du jetzt anders mit diesem Thema umgehst als früher. Und diese Erkenntnis zu fahren, ich bin kräftiger, stärker, gewachsener, weiser als jegliches Thema, das sich mir in den Weg stellt. Und dafür ist dieses Thema da. Es soll dich nicht aufhalten, es soll dir nur zeigen, wow, wie gehe ich jetzt aktuell mit so einem Thema um, anders als vielleicht früher. So, holen wir hier mal noch ein paar Details dazu.
für unseren Stier. Aber jetzt will ich mal kurz was trinken. Ja, sehr spannend. Es ist für dich an der Zeit, irgendeine Suche aufzugeben ist das falsche Wort. Du bist auf einer Suche nach Dingen, nach Antworten, nach Lösungen, die längst klar sind. Also du bist wie so ein, wie nennt man das? Eine Freundin von mir sagt immer Gegenteilsortierer. Du bist wie so ein Gegenteilsortierer unterwegs. Du schaffst dir Probleme, wo keine sind. Du stellst Fragen, wo die Lösungen längst auf der Hand liegen und klar sind und läufst von der Lösung weg, statt anzuerkennen, dass es alles schon da ist und auch in die richtige Richtung wächst. Aber du traust dich noch nicht, es richtig zu nehmen und zu deinem zu machen. Dabei wäre es an der Zeit, das zu tun. Also die Antworten auf deine Fragen sind längst goldrichtig klar und da. Aber aus irgendeinem Grund traust du dich nicht, diese Antworten zu nehmen, weil ich vermute, du dann ja die nächsten Schritte gehen müsstest. Und das Suchen nach Lösungen macht so viel mehr Spaß, als die dann eben wirklich in die Welt zu bringen und umzusetzen, weil die Anstrengung scheint dir zu groß zu sein. Und da hältst du dich lieber noch an der Situation fest, in der du dich gerade vermeintlich befindest, nämlich im, mir ist alles noch nicht so richtig klar, ich halte mal noch fest an dem, was ist, weil ist ja auch ein bisschen bequemer hier, wenn ich jetzt anerkennen würde, dass die Lösung da ist und ich die Antworten auf meine Fragen sehr, sehr klar und eindeutig kenne, müsste ich ja jetzt ins Umsetzen gehen und irgendwie habe ich darauf noch keine Lust. Ob das jetzt so clever ist, weiß ich nicht, weil du hast ja die Kraft dazu, aber kannst jetzt selber mal gucken, wie die Woche sich für dich so gestaltet. Dein Herz kennt den Weg. Da habe ich zwei Botschaften für dich. Okay, dann kriegst du zwei. Die eine Botschaft lautet: Berühre die Welt mit deinem Herzen, lieber Stier. Ob du Freunde triffst, deine Katze streichelst, die Blumen gießt oder das Geschirr abspülst, verliere dich nicht in Gedanken, sondern öffne dich in liebevoller Achtsamkeit für den jeweiligen Augenblick. Das ist Botschaft Nummer 1 für dich. Sehr, sehr schön. Und du darfst auch deine eigene Welt mit deinem Herzen berühren, ne? Also nicht nur die der anderen, nicht nur die der Miezekatze, sondern eben auch deine eigene Welt. Finde ich auch nochmal ganz spannend. Und die zweite Botschaft, die wir hier für dich haben, lautet: Du bist nicht dein Körper. Du bist auch weder deine Gedanken noch deine Gefühle. Wow, lieber Stier, ich sage das nochmal. Du bist nicht dein Körper. Du bist auch weder deine Gedanken noch deine Gefühle. Beobachte alle deine Erfahrungen achtsam, da haben wir es wieder, achtsam, aber identifiziere dich nicht mit ihnen. Auf diese Weise gewinnst du Abstand und kannst leichter loslassen. Tada. Wenn das nicht auf die 12 ist, lieber Stier, dann weiß ich auch nicht. Ich liebe dieses zauberhafte Kartendeck. Ich halte es nochmal in die Kamera. Ich habe es so neu. Lass los und hör auf dein Herz von Ronald Schleppe und Alyosha Long. So toll. Die sind auch schön groß. Die machen auch echt was her. Also lieber Stier, bitte mach weiter. Geh weiter. Ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Für die Zwillinge haben wir als übergeordnete Botschaft idyllische Zeiten, der Garten und das Paradies. Also einfach innehalten, genießen, vertrauen. Auch wenn du vielleicht sagst, ja, ich weiß, aber dich immer wieder zurückzuholen zu dem Moment oder zu der Erkenntnis, dass du das alles gut ist. Und wie heißt dieser ausgelutschte Satz, der aber trotzdem immer stimmt? Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
Ja, am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Genieße die Natur, genieße die Zeit mit freudvollen Momenten. Vielleicht hast du, wir sind ja hier die Eule, vielleicht hast du auch Haustiere, mit denen du ein bisschen mehr Zeit verbringen möchtest, solltest oder verbindest dich mit Krafttieren, mach mal eine Krafttiermeditation, geh in den Wald, schau mal, ob dir vielleicht ein Tier über den Weg läuft. Wir haben jetzt noch so ein paar warme Tage bei mir im Garten, tummeln sich die Schmetterlinge, das ist so schön. Haben wir ja hier auch abgebildet. Also idyllische Zeiten, genieße einfach gerade so, so sehr dein Leben, den Moment, gutes Essen, gute Gespräche, Zeit auch mit dir alleine, weil dir das Kraft gibt, das schenkt dir Kraft, das bringt dich zurück in deine Mitte. Also wie schön ist das denn, dass sich das hier auch so gut ergänzt und alles, was dich so ein bisschen erschüttert hat in den letzten Tagen, Wochen, vielleicht auch Monaten, was dich so ein bisschen aus dem Tritt gebracht hat oder dich vielleicht auch jetzt in der aktuellen Woche aus dem Tritt bringen könnte. Also wir haben ja noch ein bisschen energetisches Hickhack hier. Ganz ruhig, ganz entspannt. Du bist in deiner absoluten Klarheit. Die Karte hier ist auch über Kopf gefallen. Deswegen, du bist in deiner absoluten Klarheit. Es ist alles logisch. Und auch wenn es im Außen noch nicht so ist. Es gibt so einen schönen Spruch, ich glaube, der war von Goethe. Nur weil du keine Pilze siehst, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Also vertrau darauf, dass sich alles fügt, weil erstmal, das hat es ja immer und du hast die Kraft, du bist so, so beschenkt, beseelt mit allem und du weißt das auch und du siehst das auch, aber weil du vielleicht bei anderen so viel Mangel siehst, scheinst du vielleicht es manchmal zu vergessen und selber in so einen Mangel abzurutschen, in so ein Ja-Aber oder in so eine Hektik oder in so eine innere Unruhe. Aber mach dir bewusst, das ist nicht deins. Das ist der Einfluss von außen, weil so viele gerade am Durchdrehen sind und du solltest das nicht sein, lieber Zwilling. Komm in deine Ruhe, es ist alles gut, vertrau darauf. Und wie gesagt, wenn du die Pilze nicht siehst, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Welche Herzensbotschaft haben wir für dich, nur wenn das nicht wieder passt? Ich liebe dieses Kartendeck, das ist so der Hammer. Was andere von dir erwarten, ist nicht dein Problem, lieber Zwilling. Sei nicht zu brav, das Lämmchen, ja. Sei nicht angepasst. Die Menschen, auf die es wirklich ankommt, respektieren und lieben dich so, wie du bist. Du musst dich nicht verstellen. Und jetzt macht auch hier die Turmkarte nochmal anders Sinn. Vielleicht bist du auch der Aufrüttler für ganz viele andere und wirst unbequem für die anderen, weil du einfach in deiner Ruhe bist, weil du Dinge erkennst, die andere nicht sehen können oder wollen. Aber deswegen musst du nicht klein beigeben, deswegen musst du auch nicht die Klappe halten, aber deswegen musst du dich auch nicht in die Probleme oder Meinung anderer Leute einmischen. Mach dein Ding, lass die ihr Ding machen, verstell dich nicht, sei klar aufgestellt, haben wir ja hier auch, ne? Sei klar aufgestellt, 7 der Kelche über Kopf und alles ist gut. Alles ist gut. Jackpot-Woche für dich, lieber Zwilling. Vertrau darauf. So. Für den Krebs, was haben wir für den Krebs? Wir haben heilende Erde, die Kraft zu geben und zu nehmen. Also lieber Krebs, wir haben hier einerseits heilende Erde, also schau mal, ob du vielleicht für die Erde etwas tun kannst, ob du Müll sammeln gehst, ob du, weiß ich nicht, wenn du einen Garten hast, dich um deinen Garten kümmerst, den winterfest machst, ob du generell für die Erde ein Gebet sprechen möchtest, meditieren möchtest auf die Erde, was auch immer, ja. Aber was ich ja auch noch ganz spannend finde, ist, die Kraft von Geben und Nehmen bringt Heilung, auch in uns. Und oftmals tendieren wir so sehr dazu, Dinge zu geben und vergessen darüber hinaus, dass wir auch empfangen müssen, damit die Balance wiederhergestellt ist. Und achte mal darauf, ob die Balance wirklich da ist. Und das sehen wir hier sehr, sehr schön. Er empfängt, ist das ein Mann oder eine Frau? Das ist eine Frau. Sie empfängt von dem Baum. Die Kraft des Stammes geht in sie über und sie kann heilend wirken durch die Kraft, die sie vorher getankt hat. Also achte darauf, dass deine Akkus voll sind, bevor du ins Wirken gehen kannst. Das wäre der Hinweis hier für die neue Woche, für dich, lieber Krebs.
So, welche Details haben wir noch für dich? Es geht definitiv um Neuanfang, leidenschaftlichen Neuanfang und eine Entfesselung deiner selbst, die längst überfällig ist. Wir haben die Sternkarte über Kopf, wir haben die Liebenden und wir haben die Judgment-Karte. Und es geht darum, dem Ruf zu folgen und irgendwie tust du es nicht. Irgendein Ruf ist da, ob es jetzt ein Liebesruf ist, also ob dir vielleicht jemand seine Liebe gesteht und du denkst dir so, du? Nee, danke. Du? Nee. Oder ob jemand vielleicht auch nicht traut, sich dir seine Liebe zu gestehen, seine Ehre, und du aber auch die Zeichen nicht wahrnimmst. Also eigentlich ist alles relativ klar, wenn es nicht ausgesprochen ist und du hörst es nicht. Aber es kann eben auch die Liebe zu einer Sache sein, die Liebe zu einem Projekt, zu deiner Leidenschaft, zu deinem Stern, die Liebe zu deinem Seelenweg, den du nicht hörst, nicht gehen willst. Dabei ist es sowas von an der Zeit, das zu tun. Der Ruf ist so laut, den kannst du eigentlich gar nicht mehr überhören. Und es wäre so gut, es zu tun, weil du damit in dein nächstes Kräftelevel kommst, in deine nächste Dimension, wenn du so möchtest. Oder eben auch deine Partnerschaft auf die nächste Dimension hebst. Ja? Und vielleicht traust du dich nicht oder der andere traut sich nicht. Irgendjemand scheint sich nicht zu trauen. Wie gesagt, kann jetzt die Liebe, Leidenschaft zu einem Projekt sein oder eben auch partnerschaftlich. Oder du bist schon super lange Single und denkst dir, ach nee, Partnerschaft, nennen Sie mir mal bitte Vorteile dafür oder. Ja? Also passt das für dich an, in welchem Lebensbereich das gerade mit dir resoniert. Wie gesagt, ist ein allgemeines Reading. Da ist so ein bisschen mehr Mitdenken und Mitarbeit von dir gefragt, wenn du hier zuschaust. Aber irgendwas ist längst überfällig für einen nächsten Schritt. Und der wird dich entfesseln und befreien. Und irgendwas scheint dich da gerade noch zurückzuhalten. Also sei da mal noch ein bisschen achtsamer, achte auf die Zeichen um dich herum, lieber Krebs. Was sagt die Herzenskarte für dich? Lass den Anspruch los, perfekt sein zu müssen. Gelassenheit entsteht, wenn du die Dinge und dich selbst so sein lassen kannst, wie sie sind. Sie werden nie perfekt sein. Etwas so gut wie möglich zu machen, ist mehr als genug. Das ist noch deine Herzensbotschaft für die neue Woche, für dich, lieber Krebs. So. Was haben wir denn für unseren Löwen? Das Thema für den Löwen in der neuen Woche ist Guide, also ein Führer, ein Seelenführer, ein Wegführer, ein wichtiger Wegweiser vielleicht, der dich auf deinen lichten, lichtvollen Weg bringt. Und das sehen wir hier. Sie ist im dunklen Wald, aber sie hat die Gabe, ihn zu beleuchten und sieht daher, wo sie hingehen wird und ist nicht verloren in der Dunkelheit oder sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil sie hat ja ihr Licht an. Sie kann ihr Licht selbst anknipsen. Und die Karte ist jetzt so ein bisschen doppeldeutig. Geht es darum, dass du selber eigentlich sehr genau weißt, wo es hingeht und einfach vergessen hast, deine eigene Lampe anzuschalten, deinen eigenen Zauberstab zu nutzen und das Licht selbst zu leuchten? Oder geht es darum, dass du jemand anderen zu deinem Führer machen solltest und du folgst dessen Licht. Ja, das haben wir ja hier auch symbolisiert durch den Wolf. Also vielleicht kennt der Wolf sich in diesem Wald besser aus und du sagst einfach, Mensch, zeig mir doch mal den Weg hier raus und zurück zu meinem Weg. Ich habe mich so ein bisschen verirrt und komme dadurch in neue Klarheit. Also guck mal, was da für dich mehr Sinn machen kann. Aber letztendlich geht es darum, deinem Weg weiter zu folgen und aus der Dunkelheit oder aus der Verwirrung in noch mehr Klarheit zu kommen. Und das müssen jetzt keine super großen Erkenntnisse sein, aber irgendein Aha-Moment sollte auf dich warten in der neuen Woche, der dir wieder so ein bringt, ja, lieber Löwe. Ansonsten, was haben wir hier noch für dich? Yes, neue Klarheit. Also, wir haben, sehr spannend, 10 der Schwerter und 3 der Stäbe über Kopf. Also, heißt, ja, du bist gerade irgendwie festgefahren und willst gern voran, aber kommst nicht voran. Warum auch immer, weil du halt den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst. Und es sieht fast so aus, als wäre alles so klar, dass es dir total unklar ist. Falls dieser Satz Sinn macht. Es ist alles so klar, dass es dir total unklar ist. Es ist so logisch gerade, es ist alles so offensichtlich, dass du da hängst und sagst, hä?
Echt jetzt? Dabei bist du 9 der Kelche. Wie geil ist das denn? Sowas von losgelöst und entfesselt und bereit, einfach zuzugreifen und zu machen. Und ich glaube, falls du das Monatsreading noch nicht geschaut hast für den Löwen, ist hier in der gleichen Playliste drin, guck dir das Monatsreading für den Löwen an. Es geht wirklich darum, anzuerkennen, dass es nichts zu tun gibt, dass alles super klar ist und du aber so sehr daran gewöhnt bist, Probleme zu erschaffen oder zu denken, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit und alle anderen sind auch noch nicht so weit und ich kann auch noch nicht und es ist doch noch nicht. Und du bist so gewöhnt, diese Schallplatte zu hören mit dem immer gleichen Sprung, dass du übersiehst, dass du eigentlich wirklich nur springen brauchst, dass alles total klar ist, es ist alles total klar, aber du bist einfach, ja, nicht daran gewöhnt, es zu tun und deswegen ist komisch. Aber eigentlich solltest du einfach nur machen. Und eigentlich ist alles mega klar. Für alle anderen wahrscheinlich klarer als für dich selbst. Also ja, vielleicht brauchst du doch jemanden mal an deiner Seite, der ein bisschen Klarheit auf deinen Weg bringt, weil ich glaube, für alle anderen ist es total klar und das ist ja meistens so. Man selber steht da und denkt sich so, hä? Und dann erzählt man das anderen und die sagen, ja, war doch logisch. Habe ich doch schon vor Monaten gesagt. Und du denkst dir, hä? Ja, also guck mal, ob das Sinn für dich macht, lieber Löwe, in der neuen Woche. Als Herzensbotschaft haben wir für dich, oh geil, das Äußere wird leicht, wenn dein Inneres leicht ist. Halleluja. Die äußeren Widerstände lösen sich auf, wenn du keine inneren Widerstände, da sind sie, mehr hegst. Kümmere dich deshalb lieber um dein Inneres. Die äußeren Umstände werden dann von selbst folgen. Tada! Ich hätte mir dieses ganze Reading gerade sparen können, hätte nur diese Karte 10 brauchen. Die fasst das perfekt zusammen. Lieber Löwe, kümmere dich um die Innen, ums Innenleben, das Außen folgt. Wir versuchen immer so oft im Außen zu verändern und wundern uns, warum es nicht klappt oder nur für eine kurze Zeit klappt, bis es zurückbounced, weil wir uns halt von innen nach außen her entwickeln, ne? Sehr geile Woche. Genieß die Woche, lieber Löwe. Es wird cool. Wenn du die Innenarbeit machst, mach die. Bitte. So. Die Jungfrau. Was haben wir für die Jungfrau? Adjustments, looking back and moving forward. Also sich anpassen, das Leben anpassen, neue Stellschrauben ziehen. Also wir haben ja auch im Monatsreading für die Jungfrau oder auch in den letzten Wochen gesehen, da passiert gerade ganz, ganz viel Neues. Und natürlich gilt es, sich da erstmal reinzuruckeln, sich daran zu gewöhnen. Neue Dinge sind toll, aber auch ungewohnt. Also klar, da muss man erstmal drauf klarkommen und sich an diese Neuheiten, an diese neuen Begebenheiten auch gewöhnen, das ist ganz klar. Und vielleicht tendiert man eben auch dazu, looking back, das mit der Vergangenheit, mit vergangenen Erfahrungen zu vergleichen. Und die Karte sagt hier ganz klar, nee, hör auf, es zu vergleichen. Nimm es einfach, wie es ist, mach neue Erfahrungen, sei neugierig, entdecke die Erfahrungen und beweg dich vorwärts. Aber viel, viel mehr noch sei im Hier und Jetzt. Denn was überhaupt nicht funktioniert, ist, wenn ich zwei Dinge gleichzeitig machen möchte, nämlich in die eine Richtung schauen, nach hinten und mich nach vorne bewegen. Also da kann ich ja nur gegen die Wand rennen. Ja? Also von daher sei mehr im Hier und Jetzt. Logisch, lerne aus dem, was in der Vergangenheit war. Man muss bestimmte Fehler nicht wiederholen. Das wäre dumm. Muss man nicht. Aber schau, dass du dich ja, nach vorne bewegst, aber den jetzigen Moment genießt und im jetzigen Moment die Dinge anpasst, die Stellschrauben sich verändern lässt, bestimmte Dinge vielleicht anders absprichst, weil sich einfach Dinge auch geändert haben in deinem Leben und da eben bestimmte andere Zahnrädchen ineinander greifen müssen, die vorher anders gelöst gewesen waren. Ja, also so kann man das gut sehen. Und ich habe da auch gleich so ein Bild im Kopf von einem Flugzeug. Ein Flugzeug hebt ja auch mit der Nase ab
und geht nach oben, nach oben, nach oben. Und ein Flugzeug, wenn es die Nase nach unten nimmt, also in die Vergangenheit schaut, dann stürzt es ab. Also ja, lass die Nase oben der Sonne entgegen, aber sei im Hier und Jetzt und passe bestimmte Dinge an. Mach bestimmte Absprachen anders, als sie in der Vergangenheit waren, weil sich dein Leben geändert hat. Müssen sich bestimmte andere Dinge vielleicht auch mit anpassen, die vorher anders gelöst waren. So. Und was haben wir hier noch für dich? In den Details haben wir, oh, das ist super spannend. Lass mich mal kurz in mich gehen. Ja, eigentlich geil, aber wir haben den Teufel. Und der Teufel verführt dich gerne mal dazu, Dinge zu tun, die nicht gut sind. Also wenn es... Manchmal sind Dinge, kennst du diesen Spruch, es ist nicht alles Gold, was glänzt, also da genau hinzuschauen, was ist realistisch schön und was ist, Und da eben aus der Vergangenheit, da haben wir es wieder, aus der Vergangenheit zu lernen, Dinge, wo du schon mal in eine Falle getappt bist, da genau hinzuschauen, dass du das nicht nochmal tust und eher das Wissen der Vergangenheit nutzt, also diese ganzen Schilde hier, diese ganzen Schlachten, die du in der Vergangenheit geschlagen hast, die haben dich ja zu dem gemacht, zu der Person, die du heute bist. Aber hier haben wir es halt nochmal, was macht er? Der schaut nicht zurück. Er ist schon die Summe seiner Erfahrungen, aber er geht vorwärts. Er genießt den Moment, er genießt den Ort, an dem er ist, er genießt den Weg und er geht vorwärts. Ja, das ist praktisch hier diese Karte nochmal in der Wiederholung. Und lass dich nicht, jetzt macht das Sinn, verleiten von irgendeiner Schleife aus der Vergangenheit, von einem Kontakt aus der Vergangenheit, von einem Muster aus der Vergangenheit. Du bist die Summe deiner Erfahrungen, aber du bist nicht deine Vergangenheit. Du bist die Person, die du heute bist. Und das ist ein großer Unterschied, den du nutzen darfst in dieser neuen Woche, damit du deinen Weg aufrecht weitergehen kannst. Und eben auch deine Verhandlungen anpassen kannst, deine Planungen irgendwie anders absprechen kannst, um eben auch diesen Weg zu gehen, weil Dinge aus der Vergangenheit einfach nicht mehr stimmig sind. Und ja, ich glaube, das ist nichts Großes, das ist jetzt nichts Dramatisches, aber achte darauf, dass du nicht in die Falle tappst, mit irgendwelchen Dingen, die nicht dramatisch sind, irgendwie zu überdramatisieren. Ja, alles ganz in Ruhe im Hier und Jetzt. Ja, ganz in Ruhe, hier und jetzt. Richtet sich schon alles. So, was sagt, zwei Karten. Dein Herzensweg. Ja. Sehr geil. Also, zum einen haben wir, tappe nicht in die Wenn-Dann-Falle. Du musst nicht erst noch mehr Geld, ist das geil, noch mehr Geld, noch mehr Zeit, einen anderen Partner oder einen neuen Job haben. Mache dein Glück nicht abhängig von vielen äußeren Bedingungen. Das Glück liegt hier. Das Glück liegt hier im Jetzt. Tada. Wie geil ist das denn? So, und die zweite Karte, die hier noch kam, ist: Verurteile dich nicht. Verurteile auch andere Menschen nicht. Da haben wir es wieder. Lass alles bewerten, urteilen und vergleichen los. Ja, Blick in die Vergangenheit. Lass alles urteilen, vergleichen, bewerten los. Ups. Das sind nur Gedanken und Meinungen. Dadurch werden dein Herz leicht und dein Geist ruhig und klar. Dein Herz wird leicht, dein Geist wird ruhig und klar. Du darfst dich entscheiden, dass es leicht gehen darf. Du darfst dich entscheiden, dass diese Adjustments, die hier zu machen sind, ein Spaziergang sind, dass es einfach nur das ist, ein Adjustment. Und das dir zugutekommt und anderen aber vielleicht auch. Vielleicht passen die anderen ja auch ganz gut in den Kram. Und du glaubst es gar nicht. Also, ja, verurteile dich nicht, aber eben auch nicht andere. Tu es einfach ganz freudvoll, ganz leicht. Genieß die Woche. Und denk ans Flugzeug, Nasenspitze nach oben.
nicht arrogant nach oben, sondern einfach freudvoll, neugierig, neuer Weg mäßig nach oben, liebe Jungfrau. So, für die Waage haben wir in der neuen Woche Verlust, Mangel, Angst und auch Opfergedanken. Also da darfst du sehr aufpassen, liebe Waage, dass du da nicht in irgendeine Falle tappst, die vielleicht deine eigene ist, weil die Dinge sich vielleicht nicht so schnell entwickeln, wie du es gerne hättest, oder auch in die Falle tappst. Jetzt ist ja die Waage ein sehr feinfühliges Sternzeichen, dass die Mangelgedanken und Opfergedanken und Ängstlichkeiten auch von anderen in deine Gefühlswelt eintauchen und du vielleicht annimmst, dass es deins ist, ist es aber vielleicht gar nicht. Also entweder oder. Guck mal, wie gesagt, ist ein allgemeines Reading, was davon für dich stimmiger ist. Bist du gerade dabei, in so einen Mangel reinzutappen? Dann bitte tu was dagegen. Ist nie real. Tu was dagegen. Oder guck auch mal, ob das überhaupt deins ist oder ob das für anderen gehört. So, was haben wir denn noch an? Oh ja, ach du Scheiße. Entschuldigung, ich will dir keine Angst machen. Aber ach du Scheiße, 10 der Kelche andersrum. Wenn das nicht für Mangel steht, ich weiß ja auch nicht. Aber das ist ein selbst geschaffen oder vom Außen geschaffenes Dilemma, das nicht real ist. Es ist nicht real, das ist nur hier. Aus irgendeinem Grund rutschst du, wie gesagt, ob es deine eigene Erfahrung ist, deine eigene Situation oder weil du einfach mit vielen Jammerlappen-Leuten zusammen bist gerade, aus deiner Mitte heraus, du rutscht irgendwie raus in der neuen Woche und ich glaube, es darf hier auch darum gehen, das anzuerkennen, dass es okay ist, dass es so ist, dass du vorgewarnt bist, wenn es kommen sollte, wie gesagt, muss ja nicht für jede Waage zutreffen, ist ein allgemeines Reading, aber dass du gewappnet bist, wenn es kommt und dass du weißt, dass es temporär ist und dass es ein selbst erschaffenes Dilemma ist, aus dem du dich selbst wieder heraus befreien kannst. Wie machst du das? Indem du schaust, welche Samen denn schon in der Erde sind. Und ich wiederhole hier den Spruch, den ich gebracht habe, ich glaube beim Zwilling, nur weil du die Pilze nicht siehst, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Ich glaube, das war von Goethe, wenn ich mich nicht alles täuscht. Überprüf doch mal, strategisch jetzt betrachtet, um aus diesem Mangel rauszukommen, welche Samen sind denn gesät und wo darf ich jetzt einfach ein bisschen Zeit mir lassen, dass sie in Ruhe reifen können. Und der andere geile Spruch war der von Buddha, ich weiß nicht genau, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ich weiß, wir sind alle ungeduldig. Ich weiß, wir wollen, dass die Dinge sich gerne schneller entwickeln und am besten so, wie wir es gerne hätten. I know, been there, done that. Funktioniert aber nicht. Und es fällt manchmal sehr schwer, sich da rein zu entspannen und zu sagen, ja, okay, es dauert so lange, wie es dauert. Gern, ich weiß, ich hätte es gern anders, hätten wir alle. Aber guck doch mal, ob es vielleicht doch so ist, dass wenn du guckst, welche Schäfchen hast du denn im Trocknen und welche Samenkörner sind denn gesät und jetzt dauert es halt so lange, bis die keimen und dann Früchte tragen. Und wenn du dir die Gewissheit schaffst, dass das ganz viel an der Aussaat ist und einfach ganz viel am Reifen ist, dann kommst du vielleicht auch ein bisschen mehr in deine Ruhe zurück, liebe Waage, weil du weißt, dass die Dinge sich am Entwickeln sind. Ausatmen. Was sagt deine Herzenskarte? Oh. Oh Gott. Wenn du geliebt werden willst, dann liebe. Gehe mitfühlend mit dir selbst um und nimm deine Seelenbedürfnisse ernst. Aber schenke auch anderen dein Mitgefühl und deine ganze Aufmerksamkeit. Je mehr du dich verschenkst, desto mehr bekommst du geschenkt. Wow. Wow. Was für eine schöne Botschaft als Abschluss zu diesem Reading. Ich wünsche mir sehr, liebe Waage, dass du die nehmen kannst, dass du die in dein Herz nimmst, in dein Herz reinlässt und in dieser Was ist alles da? Energie kommst in der Woche. Wünsche ich dir sehr. Für den Skorpion haben wir zwei Karten. Einmal
Also lieber Skorpion, wer auch immer sich hier weigert, auf neuen Wegen zu wandeln. We did it again. Die Botschaft ist schon wieder die gleiche. Also, wir haben einmal Wisdom, Weisheit, Lernen, Freude, Kunst, Musik und auch die Schwingen des Lichts oder die Flügel des Lichts werde etwas Neues oder werde zu etwas Neuem. Also es ist sowas von an der Zeit, lieber Skorpion. Ich weiß nicht, was du da tust in den letzten Wochen und Monaten. Und vielleicht ist es auch nur ein Skorpion, der hier zuschaut. Aber ich hätte mal Lust auf neue Botschaften für dich. Wer immer sich hier weigert, auf neuen Wegen zu gehen, könnten wir bitte endlich mal gehen. Endlich mal zulassen, dass irgendwas überfällig ist, geändert zu werden, was dir mehr entspricht. Heißt, irgendwas loslassen, was nicht mehr zu dir passt und irgendwas anzunehmen, was irgendwie feinstofflich, feiner, feingeistiger, feinkünstlerischer ist als das, was du bisher getan hast und dir mehr entspricht, dir deiner Wahrheit, deinem Weg mehr entspricht, dir mehr Licht gibt, dir mehr Rückenwind gibt, mehr dein Sein ist und nicht das Sein, das andere von dir erwarten oder den Weg, den du eingeschlagen hast. Ich höre mich an wie eine gesprungene Schallplatte gerade, habe ich das Gefühl. Könnten wir das bitte ändern, lieber Skorpion? Dankeschön. Verdammte Axt. In den Skorpionstreik, wenn das so weitergeht. So, der Skorpion darf seinen Platz finden. Der Skorpion darf sich mit jemandem verbinden, der seinen Platz, der seinen freudvollen Platz eingenommen hat, der seinen freudvollen Lebensweg eingenommen hat und als lichtvolles, gutes Beispiel vorangeht. Und mit dieser Person irgendwie mal an der Seite sich so ein bisschen schieben, zerren, schubsen zu lassen, damit auch der Skorpion seinen Weg gehen kann und einnehmen kann. Und irgendwie scheut sich der Skorpion noch so ein bisschen, die Schlacht zu schlagen, die es braucht, den Mut aufzubringen, um diesen Befreiungsschlag wirklich zu tun und ist noch in so Mimimi, ich weiß nicht, mir fehlt die Klarheit, mir fehlt die Entscheidung, ich habe ganz viele Gedanken, aber ich will die nicht denken, ich schiebe die weg, ich weiß es nicht. Wie gesagt, vielleicht gilt es auch nur noch für einen Skorpion hier und alle anderen Skorpione sind schon weiter. Aber jetzt ist ja der Skorpion ein Sternzeichen, das gerne auch andere mal piekst. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass du dich selber mal piekst oder pieksen lässt. Den Finger so ein bisschen in die Wunde legen lässt von jemandem, der das gut kann. Ein bisschen drin rumrührst, damit du mal in die Pötte kommst und da ankommst, wo du eigentlich längst überfälligerweise ankommen solltest und auch ankommen willst. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir das hier nochmal anschaue, dass der Skorpion der Meinung ist, ganz viel zu tun, aber sehr wenig Macht dabei. Der ist sehr beschäftigt und glaubt, sich darüber hinaus ablenken zu können in, aber ich mache doch schon so viel, aber nie so richtig. Du hast viel zu tun, aber du machst es nicht. Also, also bitte, hol den Popotreter, einen Kickser, ein freudvolles, lichtvolles Wesen an deine Seite, das irgendwie das lebt, was du gerne leben würdest, was du dir irgendwie noch nicht erlaubst oder auch nicht traust, wirklich auszusprechen in deiner Community, in deiner Gemeinschaft, in deiner Familie, in deinem was auch immer. Bitte, lieber Skorpion, ich will endlich mal was anderes deuten hier für dich. Kann doch nicht so schwer sein. Ich weiß, es ist schwer. Haben wir alle schon gehabt. Aber wie lange denn jetzt noch? Bitte. Die Herzensbotschaft für dich lautet: Wie sollte es anders sein? Das Leben ist ein kostbares Geschenk. Ich möchte gerne ergänzen, dein kostbares Geschenk. Und über Geschenke darf man sich ruhig freuen. An jedem neuen Tag und mit ganzem Herzen. Welches kleine oder große Geschenk, das das Leben dir macht, übersiehst du in diesem Augenblick? Skorpion, come on, bitte. Do it, do it. Jetzt rede ich in den Streik. Skorpionstreik. Für die nächsten 2 Wochen. Ah,
So weit gehen. Ich bin perfekt zum Pieksen. Nimm mich zum Pieksen. Ich kann super gemein in den Hintern treten. Ich kann ganz bösartig schubsen. Du wirst mich hassen und lieben gleichermaßen. Aber ja, danke. Der Schütze. Für den Schützen haben wir Fülle, Glück, Reichtum, Überfluss. Der Schütze hat eine mega geile Woche vor sich. Absolute Freude. Und mit Überfluss und Fülle ist ja nicht nur die monetäre Fülle, das Geld gemeint, sondern auf allen Ebenen. Dieses Glück, was wir hier haben, diese absolute Erfülltheit, Beseeltheit. Also es sieht so aus, als hätte der Schütze seine Akkus wieder aufgetankt, ist wieder mehr bei sich angekommen, ist wieder mehr ja, im Ausatmen-Modus. Also ich freue mich da sehr, in seiner inneren Ruhe angekommen, um eben auch zu sagen, so wow, ich bin sowas von im Genießen, ich bin sowas von im Genuss, ich fühle mich so beseelt, ich fühle mich so freudvoll. Also da freue ich mich sehr, dir diese Botschaft überbringen zu dürfen, lieber Schütze. Und wow, kombiniert mit der Herrscherin und der Weltkarte, also auch hier Fülle, Erfülltheit, Dinge, die neu starten, Neustart oder Zyklen, die zu Ende gehen, neue Zyklen, die starten, apropos Zyklus, wenn du schwanger werden möchtest. Obacht. Wäre ein guter Zeitpunkt, aber eben auch, um Dinge voranzubringen, um neue Projekte zu starten, um generell Neues loszulegen, Dinge, Ideen, die du hast, einfach jetzt ins Umsetzen zu bringen. Und auch darauf zu achten, dass du dein Timing gut einhältst und schon planerisch unterwegs bist, aber mehr deinem Gefühl vertraust von die beste theoretische Strategie bringt nichts, wenn sie sich falsch anfühlt. Also mehr auch auf die weibliche Art der Planung gehst und mehr fühlst und sagst, es fühlt sich richtig an, da fühlt es sich richtig an, so fühlt es sich richtig an, so entspricht es mir. Und vielleicht ist es nicht der standardisierte Weg, wie man Dinge, Projekte, Businesses richtig macht, aber es ist dein Weg und der wird dir die Fülle bringen, dieses Ich vertraue mir und meinem Weg. Und du hast dir die absolute Vorgabe von, ich bin so angebunden, ich bin so offen, ich bin so wow mit mir im Reinen, dass ich genau weiß, was sich für mich richtig anfühlt. Und die Herzensbotschaft der neuen Woche lautet, du kannst nur dann etwas Neues in dein Leben einladen, oh yes, wenn du zuvor etwas Altes loslässt. Was ist das Neue, für das du jetzt dein Herz öffnest? Was kann dir helfen, wieder in den Fluss des Lebens einzutauchen und ihm zu vertrauen? Und ich glaube, es gibt gar nicht so wirklich für dich zu tun, im Sinne von in den Fluss des Lebens eintauchen, sondern du bist schon mittendrin und darfst anerkennen, dass das Neue ist, von alten Strukturen Abstand zu nehmen. Das haben wir hier schon für dich beantwortet. Und deine eigenen Strukturen, die zu dir passen, neu zu schaffen, lieber Schütze. Was für eine schöne Botschaft für dich. Ich freue mich sehr, dass du wieder mehr in deiner Kraft ankommst in der neuen Woche. Und was haben wir hier für unsere Steinböcke? Wir haben Clear Warriors, also mehr Hellsichtigkeit, Verbundenheit, Inspiration, Interpretation und Vertrauen. Also den Kopf ausschalten, lieber Steinbock, und mehr die Antwort, die da ist, irgendwie aufploppt, in dir auch anzunehmen. Also wenn du gerade Fragen stellst, wirst du in der neuen Woche bang Antworten kriegen und die will dein Kopf vielleicht auch wieder gegenteilsortierermäßig durchanalysieren, und darum geht es gar nicht, sondern es geht eher darum, das, was dir kommt, an Botschaft anzunehmen und wirken zu lassen und vielleicht mal weniger zu durchackern im Kopf. Weil, oh ja, oh,
weil irgendwas gerade dich aus dem Tritt bringt. Okay, allgemeines Reading ist vielleicht nicht für jeden. Also ich glaube, das hier ist jetzt für jeden Steinbock, weil das ist ein Steinbock-Typisch, dieses. Ja. Aber was vielleicht nicht für jeden Steinbock jetzt gemacht ist, aber oder je nachdem, in welchem Lebensbereich, irgendwas scheint dich sehr aus deiner Mitte zu bringen, aus dem Tritt zu bringen. Irgendwas ist es, was dich gerade ablenkt von dem, womit du dich normalerweise beschäftigst, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert, was dich irritiert. Die Frage ist es was, was im Außen passiert ist, was aber Einfluss auf dich hat, oder ist es etwas aus dir innen heraus, was dich in irgendeine Gedankenspirale bringt, aus der du halt sehr schwer nur aussteigen kannst? Und wie gesagt, der Auftrag ist, auszusteigen aus der Spirale, weil diese Spirale eigentlich nichts mit dir zu tun hat, aber dich irgendwie, die hat einen Einfluss auf dich, hat aber eigentlich nichts mit dir zu tun. Die beeinflusst dich, aber sie ist nicht deine. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also angenommen, deine beste Freundin oder dein bester Freund kontaktieren dich und sagen, ich und meine Partnerin haben uns getrennt. Oder, weiß ich nicht, irgendeine schlimme Nachricht von einer Person, die dir sehr, sehr nahe steht, flattert ins Haus. Und das macht ja was mit dir. Das bringt dich ja aus dem Tritt. Es hat aber nichts mit dir zu tun. Es ist nicht deine Geschichte. Aber trotzdem machst du es zu deiner Geschichte. Und das lenkt dich ab von dem Fokus, den du eigentlich gehalten hast, auf irgendein anderes Thema bezogen, das dir gerade wichtig war. Aber es lenkte dich ab von dem, womit du dich eigentlich gerade beschäftigst. Und ich sage nicht, dass das schlimm ist. Also wir sind alle keine Maschinen, wir sind alle keine Roboter. Aber achte darauf, dass du das Thema, das mit anderen zu tun hat, nicht zu deinem Thema machst, auch wenn es dich weil es dich nicht betrifft, weil es dich vielleicht beschäftigt, weil Personen davon betroffen sind, die dir nahestehen. Und ja, wenn die beste Freundin Liebeskummer hat oder sowas, dann leidet man mit, natürlich. Aber es ist nicht dein Thema. Und der Auftrag wäre hier, das Thema bei, also jetzt in meinem Beispiel, bei der besten Freundin zu lassen oder bei dem Familienmitglied, das gerade irgendwie eine Botschaft gekriegt hat oder was durchmacht oder sowas. Ich glaube nicht, dass es was ist hier, was dich ereilt, was deins ist, aber das zu erkennen, es hat nichts mit dir zu tun. Es betrifft dich vielleicht, es macht dich vielleicht auch betroffen und du darfst auch betroffen sein davon, aber es ist nicht deins. Und das zu erkennen, ist sicherlich herausfordernd, aber könnte es dir leichter machen, durch die Woche zu kommen, zu sagen, ja, es macht mich betroffen, aber es ist nicht meins. Es hat am Ende trotzdem nichts mit mir zu tun. Ja. Was haben wir denn für eine Herzensbotschaft für dich? Füttere den weißen Wolf. Nähre das Gute und Schöne in dir. Wende dein Gesicht zur Sonne zu. Ja, das, was hier nicht passiert auf der Karte. Und lass nicht zu, ja, dass der schwarze Wolf mit Sorge, Wut, Angst oder Gier deinen Geist verdunkelt. Es ist immer deine Ausrichtung, die entscheidet. Ja. Füttere den weißen Wolf. Nähre das Gute und Schöne in dir. Wende dein Gesicht der Sonne zu und lass nicht zu, dass der schwarze Wolf mit Sorgen, Wut, Angst oder Gier deinen Geist verdunkelt. Es ist immer deine Ausrichtung, die entscheidet. Was immer das bedeutet, lieber Steinbock, du wirst es wissen. Wie gesagt, ist ein allgemeines Reading. Schau auch beim Aszendent und Mondzeichen vorbei, weil es nicht für jeden Steinbock jetzt hier zutrifft oder zutreffen muss. Aber ich wünsche dir ganz viel Kraft für die Steinböcke, die es hier gerade betrifft, im Vertrauen zu bleiben und den weißen Wolf zu füttern. Deiner Kraft und Energie zu bleiben. So. Das war's, die Sternzeichen-Quickies für die neue Woche. Ich danke dir von Herzen fürs Einschalten. Wie immer gilt, unterstützt mich super gerne. Ich freue mich riesig, wenn du
mir hilfst, meinen Kanal hier weiter auszubauen. Wie kannst du das tun, indem du einen Daumen hoch da lässt, dieses Video mit Gefällt mir markierst, gerne auch in den Kommentaren reinschreibst. Irgendwas Nettes. Nett ist immer gern gehört. Alles, was nicht nett ist, spaß dir. Freu dich. Teile dieses Video mit deinen Freunden, wenn deine Freunde auch sich für Sternzeichen, Horoskope, Kartenlegen interessieren. Abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Schau auch gerne in die Monatsreadings rein, sind hier in der gleichen Playlist für den Oktober, wenn du es noch nicht getan hast oder nochmal machen möchtest. Und dann danke ich dir einfach von Herzen, dass du wieder mit dabei warst. Deine Denise.